Hallihallo, ihr Lieben. So, es geht mal wieder um das Thema Partnerschaften. Da kommen derzeit wirklich sehr, sehr viele Anfragen und Infos rein. Und eben auch so, kannst du nicht darauf nochmal gezielter eingehen? Ja, die Hunde müssen heute drin bleiben, draußen regnet's. Deswegen sind die gerade am Spielen hier. auch das ist eine Partnerschaft, ne? Die Hunde haben eine Partnerschaft miteinander. Von daher. Okay, Spaß beiseite. Natürlich kann ich auch darauf nochmal eingehen. Ich meine, wer keine 15 oder 20 mehr ist, ja, der hatte natürlich schon auch Beziehungen gehabt und er hat eine Vorgeschichte, eventuell auch quasi eine Vorschädigung. Denn alles das, was wir mit diesen Menschen erlebt haben, prägt uns ja. Und diese Prägungen, diese Altlasten, nehmen wir auch mit in die neuen Beziehungen. Hier ist nochmal die Frage, wie viel Altlast bringe ich mit rein und wie viel von dieser Altlast kann man eigentlich auch Tatsache einem neuen Menschen zumuten. Zumuten in der Hinsicht, kann dadurch diese Beziehung funktionieren? Hat diese Beziehung dadurch überhaupt eine Chance? Das waren so auch teilweise eure Fragen, die ihr mit eingereicht habt. Und ja, man kann das Ganze natürlich nicht immer pauschalisieren und sagen, das kann nicht funktionieren, das ist unfair und wie soll der andere Mensch das hinkriegen? Und kann man nicht, weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell. Der eine Mensch kann Sachen verkraften und noch mit aufnehmen, die ein anderer Mensch wieder schon gleich sagt, das ist für mich ein No-Go, das kriege ich nicht hin, will ich auch gar nicht. Von daher, das kann man nicht verallgemeinern. Aber, und hier gibt es ein Aber auch wieder, wie soll ich sagen? Wir wünschen uns Zweisamkeit, wir wünschen uns Gemeinsamkeit, wir wünschen Zugehörigkeit und viele stürzen sich auch deshalb voreilig wieder in neue Beziehungen. Selbst wenn sie sagen, für sich selber so sagen, ach, ich will ja gar keine, sie wollen es sehr wohl. Der Mensch ist ein Rudeltier. Und so werden halt auch oftmals Beziehungen, neue Beziehungen dann eingegangen, wo man beispielsweise mit der alten noch gar nicht abgeschlossen hat oder mit dem, was in dieser alten Beziehung passiert ist, noch nicht abgeschlossen hat, ja, noch nicht verarbeitet hat. Und so kommt es halt oft vor, dass man dann in der neuen Beziehung sehr ungerecht ist. Dass man dem neuen Menschen, der nichts für die Vorgeschichte kann, der nichts für das Vorerleben kann, der bei nichts involviert war und ganz anders tickt, weil es ist ein anderer Mensch. Aber dieser Mensch darf das quasi ausbaden und kriegt es quasi übertragen, was die Vorperson getan hat oder was man da erlebt hat. So kommt es dann zum Beispiel vor, dass man dem neuen Partner an der Seite Handlungen oder Dinge oder auch Aussagen unterstellt, in Wut, in Frust, die er oder sie nie getätigt haben, aber man genau diese Handlungen, dieses Verhalten, diese Aussagen, man von den Menschen davor im Leben kannte. Wie soll aber der neue Mensch in dem Leben dann reagieren? Er geht automatisch in eine Rechtfertigung, weil er steht dann da so, hä? Ich weiß gar nicht, wovon du redest oder ich habe gar nichts gemacht jetzt. Und der andere Mensch ist aber in dem Moment dann so davon überzeugt, doch, du hast jetzt aber das, 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 das. Das ist dann so fest verankert. Und schon entstehen Streitigkeiten und das nur, weil man eben diese Altlasten noch gar nicht verarbeitet hat. Dadurch hat nur oftmals der neue Partner gar keine Chance. Ja? Weil egal, was er tut, was er sagt, ist dann falsch. Betrifft natürlich immer beide Seiten, weil, wie gesagt, beide Seiten haben Vorgeschichten. Die Frage ist halt nur, wie weit ist jeder Mensch mit sich im Reinen, mit diesen Vorgeschichten, mit diesen Vorerleben, wie weit hat er was abgearbeitet, wie weit projiziert er das alles noch auf den neuen Partner und wie weit eben nicht. Ja, wenn der eine Partner natürlich dann da schon weiter ist und das auch trennen kann und sagt, okay, er oder sie sind ja nicht die Person,
XY von zuvor und es funktioniert, dann ist es ja in Ordnung. Ist halt nur eben schwierig, wenn das eben von einer Seite nicht gegeben ist oder gar von beiden Seiten. Dann knallt's und dann hat die Beziehung gar keine Chance. Leider. Schade an dem Ganzen ist nur, dass manches Mal die Paare vielleicht wirklich sehr gut zusammenpassen würden und eventuell sogar auch Tatsache eine Zukunft zusammen hätten. Aber solange da so viele Altlasten mit involviert sind, was jetzt auch der neue Partner zum Beispiel nicht tragen kann oder will, das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Ja, was kann er und was kann er nicht? Dann wird es schwierig, wenn derjenige, der eben diese Altlasten noch so massiv mit sich trägt, das für sich nicht entweder nicht eingestehen kann oder will, ignoriert oder. Wenn Tatsache beide Seiten offen und ehrlich miteinander sind, darüber reden und beide diese Beziehung wollen, kann man daran arbeiten. Das allerdings bedeutet wahnsinnig viel Arbeit. Das bedeutet auch oftmals starke, starke Nerven, weil von heute auf morgen wird sich das Verhalten natürlich auch nicht ändern. Ist logisch. Aber, und hier wieder das Aber, es müssen in dem Moment wirklich beide Seiten dafür bereit sein. Vor allem aber der Part, den es betrifft, der eben noch so viele Altlasten mit sich trägt, vielleicht, wie gesagt, auch komplett unbewusst. Wenn dieser Mensch sich das eingesteht und aber auch dann annimmt, wie der andere dann reagiert und dann sagt so, hier stopp und so war es gar nicht und so weiter oder hey stopp, jetzt bist du aber gerade wieder, ne? Oder jetzt unterstellst du mir hier gerade was, das war ich doch gar nicht, überleg mal, wie auch immer, je nach Situation. Wenn der Part dann nicht beleidigt ist, sondern sich das Tatsache annimmt und dann auch sagt, okay, Schatz, hast recht, es tut mir leid, das war jetzt wieder, dann kann das Ganze funktionieren. Wie gesagt, das bedeutet aber für beide Seiten viel Arbeit und viele starke Nerven. Da müssen aber die Paare auch selber entscheiden, wie wichtig sind ihnen die jeweiligen Partner. Wenn einem der Partner wirklich ganz dolle wichtig ist, dann geht man auch drauf ein und nimmt die Dinge entsprechend an, weil ich weiß ja dann, hey, diese Person liebt mich ja, die sagt mir das jetzt nicht, um mich zu verletzen, zu ärgern oder sonst irgendwas, sondern um mir zu helfen, weil diese Person liebt mich ja, die will ja mein Bestes. Und dabei belasse ich es heute einfach mal, sonst wird es zu lang. Es gibt tatsächlich noch einen zweiten Partnerbeziehungsclip, noch eine andere Frage, die von euch viel kam. Von daher sage ich Bye bye.